ich kenne alle natürlich. Patrick Meinke am wenigsten. Mit ihm hatte ich eigentlich hier keinen Kontakt. Marlon Busch habe ich in der Jugend mittrainieren dürfen, war ich sein Co-Trainer. Sind zusammen deutscher Vizemeister geworden in der U17. Aber muss man auch ehrlicherweise sagen, haben dann bei den Profis noch kurz zusammengearbeitet. Aber da ist jetzt kein häufiger Kontakt oder sonstiges. Ich mag ihn sehr, aber ist jetzt keine besonders enge Beziehung. Norm Teuerkopf kenne ich natürlich auch schon sehr, sehr lange, haben sogar zusammen trainiert früher noch, aber ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich da ständig Kontakt mit ihm habe, schätze ihn sehr. Olli Hüsing ist, das kann ich nicht anders sagen, ist ja, ist ein Freund von mir und wir haben sehr regelmäßig Kontakt und schätzen uns sehr, aber jetzt kann ich ihm leider nichts Gutes wünschen für die beiden Spiele. Bin mir aber sicher, dass er sich irgendwann seinen Traum von der Bundesliga erfüllen wird. Habe ich ja schon vor dem Pokalspiel gesagt, das traue ich ihm absolut zu. Er wird da dranbleiben und irgendwann wird er Bundesliga spielen. Aber noch nicht nächstes Jahr. Dann hast du damals vor dem Pokalspiel verraten, dass ein Poster mit Marlon Busch in deinem Keller hängt. Du bist jetzt umgezogen, aber mich würde interessieren, hängt der immer noch irgendwo? Den gibt es auf jeden Fall noch. Aber momentan hängt er noch nicht. Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass ich noch nicht alle Bilder aufgehängt habe.